Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ikarus. Ich bin Flex, freut mich wie immer sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, wie ihr seht, sind wir leider erstmal zurück auf der Raumstation. Hatten ja letzte Folge das Problem, dass wir kein Missionsgebiet angezeigt bekommen haben und das, obwohl wir da eins angezeigt bekommen hätten müssen. Vielen Dank für eure Infos dazu. Ihr habt geschrieben, wo das Missionsgebiet sein müsste und dass eben eins da sein müsste. Ja, Lieben, ich habe jetzt auch alles versucht, habe die Mission, ich weiß nicht, über 10 Mal neu gestartet. Es wird einfach kein Missionsgebiet angezeigt. Das heißt, wir können die jetzt aktuell leider nicht spielen, die Mission, haben den Bug da jetzt drin und müssen aufs nächste wöchentliche Update hoffen und jetzt erstmal eine andere Mission machen. Zum Glück gibt es genug zur Auswahl, Lieben. Wir springen gleich wieder rein. Dann machen wir jetzt eine andere Mission, die wir vorher ausgelassen haben, auf die ich mich aber auch schon richtig, richtig freue, und zwar die hier. Payday Extraction. Da müssen wir ja richtig, richtig viel aufbauen. Wir brauchen das Radar, wir brauchen den Bohrer, den wir selber bauen können irgendwie, und müssen dann nach den besonderen exotischen Vorkommen eigenständig wohl irgendwie scannen. Hört sich sehr, sehr interessant an. Wir brauchen auf jeden Fall eine große, voll ausgebaute Basis dafür. Haben eine Woche Zeit. Es gibt auch hier noch eine ordentliche Belohnung und wir kriegen hier auf jeden Fall dann mal ein paar Exotics mit raus, ganz sicher. Vielleicht sogar gar nicht so wenig. Ich weiß nicht, wie viel aus diesem besonderen Vorkommen rauskommt. Jetzt lassen wir ihn erstmal reden. Ja, lokalisiere exotische Materie, baue und kehre. Ja, kehre mit exotischer Materie in den Orbit zurück. Alles klar, Lieben. Eine Woche dafür. Schürfgebiet beanspruchen. Springen wir hier rein. Ausrüstung ist dabei. Ausrüstung bestätigen. Auf geht's. Rein. Und diesmal haben wir ja wieder einen anderen Start. Wir wollen so schnell wie möglich jetzt gleich wieder eine Höhle finden und so schnell wie möglich anfangen, uns aufzubauen, damit wir es auch alles schaffen. Weil wir müssen jetzt ordentlich Material dann schon zusammenbekommen hier für die ganzen Aufbau. Wir brauchen auf jeden Fall wieder den Fabrikator halt, müssen dann irgendwie selbst ein Radar bauen. Ich glaube, müssen wir sogar noch lernen. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon gelernt haben. Und eben dann den Extraktor, den neuen. Oder den Biospritbohrer, weiß ich nicht. Eins von beiden. Lassen wir uns überraschen. Ich bin sehr gespannt drauf, ihr Lieben. Und ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass wir jetzt nochmal eine andere Mission jetzt starten müssen. Aber ja, die geht halt nicht aktuell. Und ich hoffe, ihr hört mich noch. Die Landekapsel ist immer so laut. So, das kann erstmal hier rein. Das kann da rein. Du kannst. Was bist du denn? Du bist die Spitzhacke. Du kannst hier hin. Bogen, Messerchen. Und wir kommen erstmal im Wald raus. Okay. Das ist schon mal gut. Da sieht es aber schon mal nach Schnee aus. Okay, fangen wir erstmal wieder an und dann suchen wir so schnell wie möglich eine Höhle. Und dann gucken wir erstmal, in welchem Biom wir sind. Gleich erstmal auf die Karte gucken. Dann gleich noch, ob wir hier. Okay. Vielen, vielen Dank. So, wir sollen. Verwende den Fabrikator, um ein Radar sowie einen Extraktor zu bauen. Alles klar, wir müssen also so anfangen, wirklich jetzt mit dem Aufbau. Ich schätze mal, wir haben auch hier jetzt wirklich noch keine Markierung. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung so, weil wir hier tatsächlich eigenständig suchen müssen. Oder wir kriegen halt eine erste Markierung, einen ersten Hinweis, sobald wir den Fabrikator und den Radar und alles gebaut haben. Sehr, sehr gut. Okay, gucken wir mal ganz auf die Karte übrigens. Wir sind im normalen Waldgebiet. Moin! Alles klar? Das ist schon mal super. Dann haben wir ja jede Menge Höhlen in der Nähe hier, von denen wir viele ja auch schon kennen. Das ist super. Gucken wir uns nochmal genauer, wo wir sind. Dann finden wir wahrscheinlich schon gleich die erste Höhle hier. Wir sind hier. Eigentlich müsste hier oben um die Ecke schon gleich eine sein. Ganz ruhig. Nicht gleich ein Bär. Wir haben doch nur unser Messer. Nee, hier noch nicht. Aber wir nehmen das Schwefel schon mal gleich mit hier. Ein Schwefelvorkommen ist immer gut. Komm mit. Bisschen Oxid auch gleich schon mal holen dann. Und dann schnellstmöglich eine Höhle finden. Aber da wir hier im Flussgebiet, sag ich, im normalen Waldgebiet sind, sollte das nicht das Problem sein. Okay, das haben wir schon mal. Kurz gucken. Da sind wir. Dann haben wir auf jeden Fall hier irgendwo einen Höhleneingang hier gegenüber.
Nehmen wir auch schon mal gleich ein bisschen Holz mit. Und am besten gleich schon mal ein bisschen Stein und ein paar Stöcke, dass wir alles haben. Dass wir uns schon mal gleich ein paar Pfeile machen können. Jagen müssen wir auch gleich. Wir brauchen jetzt erstmal wieder alles. Sofort ein bisschen Leder haben für die Werkbank. Werkbank Schmelze sofort aufbauen, dann Schlafsack aufsetzen, Lagerfeuer aufstellen und dann können wir sofort anfangen, Erze einzuschmelzen. Am besten bauen wir gleich zwei Schmelzen auf, weil wir eine Höhle gefunden haben. Und fangen da erstmal an. Wenn wir die ersten Grundlagen haben, fangen wir uns einen schönen Spot dann erstmal zu suchen, wo wir uns wirklich aufbauen. Da wir sowieso wahrscheinlich jede Menge Höhlen leer machen müssen für die ganzen Ressourcen, ist es egal, in welcher Höhle wir erstmal anfangen, uns aufzubauen. Die erste, die wir halt finden. So, okay, das sieht gut aus. Wir holen ein bisschen Stein. Habe ich einen Marker gesetzt? Ja, habe ich. Da drüben wollen wir hin, aber erstmal ein bisschen Stein noch holen. Und ein bisschen Oxid noch holen. So, ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass wir jetzt zweimal nacheinander so ein Start haben, weil diesmal machen wir eine etwas andere Vorbereitung jetzt wieder. In der letzten Mission sind wir ja nur gelaufen, ohne uns wirklich aufzubauen. Hier geht es ja gleich um den Aufbau. Trotzdem habe ich ein bisschen Sorge, dass jetzt, weil wir jetzt zweimal direkt nacheinander haben, weil die Mission eben verbuggt ist, dummerweise. So, futter mal ein paar Berries und dann stelle uns... Achso, haben wir schon genug Stöcke? Ne, haben wir nicht. Wir brauchen noch ein paar Sticks. Haben wir hier irgendwo ein paar Bäumchen? Ja, komm mal her. Du und du auch. So, müsste aber jetzt reichen hier für einiges. Wir haben keine Steine? Echt keine Steine abgebaut? Na gut, keine Steine abgebaut. Dann, komm her. Lass mal gleich die erste Rüstung bauen, die Faserrüstung, dass wir die zumindest schon mal haben. Für den Start immer gut. So, reicht. Mach erstmal die Pfeile fertig hier. 44, 45 Stück. Sehr schön. Und dann weiter Stein abbauen. Brauchen wir welche für die Werkbank. So, okay, Pfeile haben wir erstmal. So, das sollte auch reichen. Schmeiß die Pfeile hier unten drauf. Bogen. Und einmal hier rüber. Hier müsste eigentlich die erste Höhle irgendwo sein gleich. Ne, gegenüber. Irgendwo. Entweder hier... Oder dahinter. Nicht hier unten, sieht schon gut aus. Hallo? Autsch. Nicht auf. Warum treffe ich den nicht? Komm da jetzt raus aus dem Gebüsch. So, jetzt aber. Level 8 Wolf. Hat aber trotzdem ganz schön Schaden gemacht. Bisschen schnell wenigstens die einfache Faserrüstung haben. Autsch, 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 autsch. Egal, unser erstes Fell, das erste Leder und die ersten Knochen. Auch gut. So, und Faserrüstung auch gut. Stell her. Eins. Das. Müsste eigentlich schon wieder für alles reichen. Sehr schön. Dann ist die Höhle ein hier hinter irgendwo. Aber hier muss eigentlich eine sein. In der Ecke hier. Ja, da, wo wir genau drauf zukommen. Welche nächsten Wolf? Oder doch in einer von den... Einer oder an einer von diesen Felswänden hier unten. Wie es auf jeden... Dedim. Da... Ist er doch, oder? Nee. Hm? Ich bin der Meinung, hier müsste eine sein. Irgendwo hier war doch immer eine... Hier ist sie. Die letzte Ecke.
Da ist sie doch. Sehr schön. Guck, was haben wir hier vor der Tür? Aluminium. Ist das Kupfer? Was bist du? Titan, okay. Jede Menge Sauerstoff. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Eisen. Nee, Kohleerz. Auch super, nehmen wir gleich mit. Alles klar, Leute, hier ist unsere Starthöhle. Die nehmen wir erstmal. Und rundherum haben wir hier auf jeden Fall noch einiges. Wir sind genau in der richtig guten Ecke von den Flusslanden. Flussland, sag ich, vom normalen Waldgebiet, vom Forest. Das ist auf jeden Fall super. Da sollten wir kein Problem haben, die ganzen Ressourcen zusammenzubekommen, die wir brauchen. Alles klar, Leute, hier bauen wir uns auf. Das wird unsere erste kleine Starthöhle. Erstmal Grundlagen schaffen hier. Und ein bisschen für Übersicht sorgen hier in der Umgebung, dass sich hier nicht irgendwas ranschleicht so leicht. Jetzt mal alles weg an Unkraut hier aus dem Weg. Brauchen wir eh auch noch. So, alles weg. Schwefel haben wir hier auch. Das ist schon mal super. Können wir auch gleich unseren Oxidator bauen, sobald wir die Bergmänner. Kürbiskraft! Und Wassermelonen! Noch besser. Alles klar, essen wir was von unserer Kürbiskraft. Und ein bisschen Wassermelone. Auffüllen. So, okay. Den auch schon mal gefällt. Wir brauchen eher ein bisschen mehr Holz. Erstmal einen Blick reingeworfen in die Höhle. Und da müssen wir ein bisschen jagen. Können wir denn jetzt schon die Werkbank bauen? Ja, können wir. Alles klar. Werkbank geht schon. Dafür haben wir schon genug Leder. So, noch ein bisschen Stein dazu gleich. Können wir auch gleich die Schmelzen bauen. Na, ja. So, wir kriegen eh noch ein bisschen, müssen die Höhle ja aufklopfen. Kriegen wir eh noch ein bisschen Stein raus. Okay, machen wir erstmal die Tür auf hier. Bin gleich überbeladen. Kohle, viel zu viel. Haben wir schon eine Fackel? Ne, haben wir nicht. Brauchen wir gleich schon mal eine Fackel. Einfache Fackel herstellen. Oh, man hört uns schon. Die ollen Viecher. Bin ich gespannt, Leute, wie das funktioniert. Bin ich gespannt auf die besonderen Vorkommen. Wie das funktioniert mit dem Extraktor, mit dem Bohrer. Und wir müssen ja wahrscheinlich auch ins Eis hoch dann noch. Der Weg scheint aber zum Glück nicht weit zu sein von hier, so wie es aussieht. Kommen wir hier recht schnell ins Schneebiom dann. Wir sind, glaube ich, genau an der Ecke, wo es einen Durchgang gibt. So, Kopf wieder raus aus der Höhle. Jetzt sind wir einmal kurz im Moment überbeladen. Ah, und sehen auch kurz nichts. Wieder raus. Wie viel haben wir denn hier? Komm, wir machen mal kurz so einen Steinhaufen. Wir haben mal ein bisschen was los vom Gewicht. Können wir hier kurz vor die Höhlentür legen hier. So, sind wir den schon mal los. Und hier schmeißen wir gleich einen Holzhaufen dazu. Das Gewicht auch schon mal kurz weg. Was kommt da? Hört sich nach Wolf an. Können wir ihn da oben draufstellen? Wunderbar. Wolf, wo bist du? Da. Wie sitzt denn der da? Wo ist denn da der Kopf? Da. So, komm her, noch einer. Sehr schön. Reicht schon bald für den Schlafsack. Die geben recht viel Leder, ne, die Wölfe. Oder auch, doch, Leder schon, aber nicht so viel Fell. Okay, alles klar. Ein bisschen weiterklopfen und rein in die Höhle. Wir müssen noch kurz mit Fackel gucken, was wir noch wegmachen müssen hier. So. Da müssen wir jetzt aber durchpassen. Ja, du ranziges Vieh. Wart mal noch ein Momentchen. Wir sind gleich soweit. So, okay. Bogen raus. Da habe ich aber noch die einfachen Steinpfeile.
Irgendwas, irgendwo hängen wir hier noch fest. So, okay, guck mal, wie Platz wir hier drin haben. Schwebt irgendwas in der Luft rum, wo wir dran festhängen. Da auch noch. Und da auch noch. Weg damit. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Platz wir hier haben. Nochmal Aluminium. Gold. Schon mal sehr gut. Er wollte gerade... Ah, schieß! Ah, sehr schön. So, es dürfte nur so eine kleine sein. Trotzdem gut. Viel Kupfer, viel Aluminium schon mal. Golderz auch. Kohle auch ein bisschen. Sieht gut aus. Und hier haben wir auch ein bisschen Platz. Das einzige Nervige ist, dass die Würmer jedes Mal wieder neu auftauchen, wenn man einmal ein bisschen raus und rein läuft aus der Höhle. Aber ich stelle trotzdem die Werkbank schon mal auf. Sehr schön. Dann gleich zwei Schmelzen am besten. Von den einfachen, die sind ja nicht so schnell. Lagerfeuer auch schon mal dazu. Ja. Yep. Und am besten auch mal zwei Standfackeln ruhig. So, komm mal her. Eine hierhin einfach mal. Und so. Und eine ein bisschen weiter hier vorne. So, reicht. Sehr schön. Werkbank aufgestellt. Die müsste doch hier hin passen. Geht, super. Wie viel Schmelzen können wir bauen? Eine erstmal nur und fehlt ein bisschen Stein. Den haben wir ja draußen noch. Gucken, ob wir die hier hingequetscht kriegen. Vielleicht müssen wir auch eine einfache Holzplattform hier reinbauen. Ja, wir holen mal Holz und Stein rein. Scheiße, die Würmer dann wieder wach. Aber ja, so kurz vor der Tür. Nee, da sind sie noch nicht wieder da. So, wir bauen einmal einen Holzboden. Nee, einen Holzboden. Den möchte ich haben. Da bauen wir sogar zwei. Und auch einen Pfeiler, nur für den Fall, dass wir irgendwo was abstützen müssen. Und dann gucken wir mal, dass wir den hier irgendwie reingemogelt kriegen. Damit wir ein bisschen eine Stellfläche haben für die Schmelzöfen. Müsste reichen. Komm mal raus. Passt und bricht auch nicht ein. Noch eine aufstellen. Okay, Leute, super. Schmelzöfen haben wir. Werkbank haben wir. Lagerfeuer haben wir schon mal. Das Erz hier vorne kommt da gleich weg. Du kommst dahin. Passt. So, raus mit dir. Du kommst da in die Ecke, dann kann der schon... Oh, oh, ich hab's befürchtet. Schnell aufsammeln, 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 aufsammeln. Zwei sind zu schwer. Brauchen wir doch den Pfeiler. Wo ist er da? Kriegen wir den hier unten drunter gemogelt. Komm, eben war er angezeigt. Ah! Unten drunter! Da! Ha! Mal sehen, ob es reicht schon. Ja, der hält das. Alles klar. Können wir einen Schlafsack schon bauen? Ja, können wir. Super. Schlafsack herstellen. Einmal hier zwischengequetscht. Müsste passen. Passt. Super. Ein bisschen... nee, nicht alles. Bisschen Holz da rein. Das bisschen Fleisch, Kürbis. Anschmeißen. Alles klar. Läuft. Dann schmeißen wir mal hier rüber. Stöcke, Fasern, Leder, Knochen, Schwefel, Kohle, Holz und Stein behalten wir kurz in der Tasche. Obwohl kann ich auch darüber. Zack, zack.
Was brauchen wir für den Oxidator noch? Noch ein bisschen mehr Leder. Das kann weg. Das kann weg. Die wird gefuttert. Alles klar. Ist gleich alles. Wir haben Durst. Schon, wir müssen einmal gucken. Hier unten haben wir doch irgendwo auch einen See. Da ist er doch schon. Und hier ist jetzt unsere Statue drin. Perfekt. Das See. Alles klar. Obwohl, Wasser haben wir doch auch hier. Hier ist auch schon welches. Brauchen wir gar nicht so weit laufen. Wir sind doch in der Höhle drin. Prost. Flasche aufgefüllt. Super. Alles klar, Leute. Fangen wir an, Erze abzubauen. Machen wir erst das ganze Eisen. Los geht's. Da haben wir schon wieder Lungen. Natürlich. Lungenentzündung und natürlich in der Höhle unterwegs. Ausdauer gleich null. So. Aber egal. Es geht. Geht langsam, aber es geht. Unwetter kann uns hier drinnen egal sein. Welche Baum, machen wir die ganze Höhle jetzt leer und schmelzen alles ein. Oh, oh, Bärchen. Weil geschmolzene Erze, also verarbeitete zu Barren, wiegen nur noch, ich glaube, nur noch ein Drittel, teilweise noch weniger, als die Roherze. Das habe ich auch so schon mal auf manchen Erztouren gemacht, offscreen, wenn ich sammeln war, dass ich dann in den Höhlen zwischendrin kleine Schmelzen aufgestellt habe und alles eingeschmolzen habe vor Ort und dann nur die Erze nach, die Barren nach Hause geschleppt habe, konnte ich teilweise wirklich dreimal oder viermal so viel manchmal sogar mit nach Hause nehmen. War es ein Wurm? Nee, ne? Ist ja so cool, wie der Wind draußen vor der Höhle vorbei. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Immer noch unsicher mit diesem Mikrofon hier. Und mittlerweile finde ich aber, ist es eigentlich doch ganz gut eingestellt. Also jetzt so die letzten Folgen fand ich, das passte alles doch. Man muss sich erstmal an den Ton gewöhnen. Hau, rauf. Nun fehlt noch eine Ecke. Immer noch. Nicht ganz abgebaut. Kommen wahrscheinlich wieder nicht ganz ran. So, dann hier weiter mit Kupfer. Wir machen erstmal alles leer jetzt hier. Dann schmeißen wir gleich beide Schmelzen voll. Hopp. Während das dann so ein bisschen durchläuft, gehen wir noch ein wenig auf die Jagd. Dass wir auch immer Leder zusammenkriegen. Leder, Fell und Knochen. Nicht an alles ganz ran. So, hier vorne haben wir noch Kohle. Machen wir die Fackel an. Sonst nichts mehr. Nehmen wir auch gleich mit. Dann sind wir wahrscheinlich überladen, weil Kohleerz oder Kohle ist so schwer. Okay, ganz abgebaut. Sehr schön. Hier war sogar noch welches. Komm mit. Können wir alles brauchen. Wie spät ist denn das? 14 Uhr. Haben wir noch Zeit. Nur ein Bär soll jetzt nicht unbedingt vor der Tür stehen. Das wäre ein bisschen schlecht. Mit dem wenigen bisschen an Ausdauer. Und auch noch ohne Knochenpfeile. So, schmeißen wir erstmal die an hier, teilen wir die Kohle auf. Einmal da rein. Einmal da rein. Dann erstmal hier Eisen und hier Eisen und Kupfer. Anschmeißen. Anschmeißen. Sehr schön, weiter geht's. Gold können wir hier noch nicht einschmelzen, aber abbauen trotzdem schon mal. Aber da brauchen wir dann den besseren Ofen schon für die bessere Schmelze. So, was fehlt da eigentlich jetzt hier für den Leder immer noch? Genau, wir müssen jagen. Aber erstmal so viel wie möglich schon mal abbauen und die Schmelzen schmeißen. Oh nein, das war's für unsere Spitzhacke.
Die bleibt dann erstmal hier. Okay, da müssen wir warten, bis ein bisschen Eisen eingeschmolzen ist, damit wir uns gleich eine Eisenspitzhacke bauen können. Gold muss auch erstmal hier rein. Können wir jetzt noch nicht einschmelzen. Eisen kann hier rein. Okay, lassen wir das durchlaufen. Das weg. Wie viele Pfeile haben wir noch? 36. Okay, gehen wir erstmal raus vor die Tür, vorsichtig. Hey, draußen haben wir noch ein paar Erze. Die können wir auch gleich da noch reinholen. Natürlich schwierig jetzt zu hören, wenn hier wo der Bär unterwegs ist bei dem Wind. Aber ich bin der Meinung, wir haben schon einen gehört. Da sitzt auf jeden Fall ein... Ach nee, ist ein Baumstumpf, aber da hinten ist auf jeden Fall der Hirsch. Den holen wir erstmal. Schon ein paar Mal hier so ein Baumstumpf von Weitem hier für den Wolf gehalten. So, komm her. Gibt's doch auf jeden Fall ordentlich Leder, ja. Und noch weniger Fell als ein Wolf. Aber ich will noch ein paar Stöcke dazu. So, jetzt brauchen wir ein bisschen noch ein paar Wölfe. Ein paar Wölfe und ein paar Schweinchen. Ist auch mit. So. Aber hier gegenüber müssten eigentlich auch noch gleich die nächsten Höhlen schon sein. Gucken wir schon mal, wo wir die nächste gleich entdecken. Wo wir die nächste hier in der Umgebung haben. Irgendwo hier auf... Entweder hier rum oder hier oben rein. Kann auch sein. Direkt in der Nähe von unserer Kapsel. Wolf. Gämse. Ich dachte, Wolf gehört dann erstmal lauschen, wo es rumschleicht. Dann doch nur eine Gämse. Okay, gucken wir erstmal hier. Ich glaube... Nee, das ist nix. Vielleicht war es auch in der anderen Richtung. Wassermelone, mitkommen! Zap. Kürbiskraft, auf jeden Fall mitkommen! Oh, jede Menge. Kann auch sein, dass es in einer anderen Richtung war. Aber egal, wir haben auf jeden Fall jede Menge Höhlen hier. Das wissen wir ja. Ne, hier ist es auch schon. Ja, das war unsere Starthöhle beim... Oder schon einige Male hier, die große hier gegenüber. Genau die. Egal, sagen wir erstmal hier an, danach ziehen wir hier rüber in die Ecke. Und nutzen das hier wieder als Bereich zum erstmal zum Aufbauen. Und dann gucken wir, wo wir uns hier unsere Basis aufstellen. Vielleicht sollten wir erstmal so weit aufbauen, dass wir ein Radar haben oder so. Mal sehen. Alles klar, hier ist schon mal die nächste große Höhle. Das wird unser richtiger Startpunkt dann. Weil hier haben wir noch viel, viel mehr Erze. Aber jetzt holen wir erstmal alles aus der kleinen Höhle schon mal hier rüber auf die Seite. Okay, jetzt müssen wir noch ein paar Wölfe hier mal erwischen. Da ist doch schon einer. Wie niedrig die im Level sind hier. Es hängt anscheinend wirklich vom Gebiet ab, in dem man unterwegs ist und nicht davon, welche Stufe man selber als Spieler hat oder wie weit man ist. So, wir brauchen aber noch ein paar mehr. Für den Oxidator reicht es aber schon. Vielleicht sollten wir den erstmal aufbauen. Können wir schon mal unsere Sauerstoffflasche auch auffüllen. Dann haben wir wieder beide Flaschen aufgefüllt. Wasser und... Du Gämse, du!
Wollen wir nicht jedes Mal so einen Schrecken einjagen? So, was haben wir hier? Möhrchen! Achso, ich wollte sagen, nehmen wir ein bisschen Oxid mit. Nee, können wir nicht. Spitzhack ist schon kaputt. Beim Erzabbau geht die echt schnell kaputt. Hatten wir hier eigentlich auch Fische in die... Ja. Super, hier sind Fische drin, jede Menge. Wo hänge ich denn hier fest? Lass mich los. Super, dann haben wir die auch. Können wir uns noch was zusätzlich besorgen an Buff hier fürs Futterbuff? Futterbuff! Hopp. Ja, schaffst du. Schaffst du nicht. Na gut. Bärchen. Komm ruhig, wir sind gerade in der Nähe vom Wasser. Hier ist kein Problem. So, okay, zurück. Amboss aufstellen. Eisenwerkzeuge herstellen. Weiter Erze abbauen. Taschen vollstopfen. Rüber zur anderen Höhle. Weitere Grundlagen schaffen. Noch viel mehr Ressourcen vorbereiten. Und schon mal Werkstattgebäude wieder aufsetzen. Dann haben wir das schon mal. Wir können dann wieder damit anfangen, unsere Basis aufzubauen. So, okay, hier sind wir wieder. Die Würmer sind mit Sicherheit auch wieder da. Ja. Ah, vorbei. Und da war noch ein dritter. Komm, wo bist du? Da hinten. Okay, dann sind wir die erstmal wieder los. Sehr schön. Fleisch auf dem Grill. Das passt. Und erstmal den hier gebaut. Herstellen. Schwefel haben wir. Oxid müssen wir noch ein bisschen holen. Aber erstmal wollen wir die Spitzhacke. So, komm mal raus hier. Eisenbarren, Eisenbarren und Eisenbarren. Das müsste schon reichen für den Amboss. Was fehlt? Hier fehlt noch ein bisschen Eisen. Und... auch noch ein bisschen Holz. So, schmeiß noch mal was rein. Kürbis kann auf dem Grill. Karotte auch. Das kann weg. Wir futtern schon mal was davon. So, alles klar. Dann schmeiß mal eben Knochenfell, das hier rein. Das auch. Essen wird in der Tasche. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Raus! Können wir einen Amboss bauen. Mit dem Amboss bauen wir dann Eisenwerkzeuge und dann können wir uns die nächsten Grundlagen schaffen. So. Zack, zack. Wo liegt der denn rum? Komm runter da. Bin ich gespannt, wie das funktioniert mit dem Radar und dem Extraktor, dem Bohrer. Je nachdem, der jetzt auch wirklich mit dem letzten Update kam, mal neu rein, dieser neue Extraktor für besondere Erzvorkommen. Oder Exotics-Vorkommen. Mal gucken. Den müssen wir auch noch lernen. Wir haben genug Talentpunkte über. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Oder hier, Entwurfspunkte. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Okay, Lieben. Wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, wir sind zwar noch nicht ganz so bei einer üblichen Folgenlänge, kommen aber jetzt trotzdem hier zum Ende, weil wir das ja in der letzten Folge jetzt erst gerade hatten mit dem Aufbau. Jetzt haben wir zumindest unsere Höhle hier gefunden, schon mal die ersten Werkbänke und Schmelzen aufgestellt. Die restliche Vorbereitung versuche ich so gut es geht jetzt offscreen zu machen, dass wir in der nächsten Folge unsere Werkstatt schon wieder stehen haben, so wie immer, und dann anfangen können, uns zu überlegen, wo wir uns hier unsere Basis aufstellen. Allzu weit weg soll es auch nicht sein, damit wir nicht zu weit schleppen müssen, dass wir irgendwo hier einen Spot finden, auch wenn da jetzt hier nicht, obwohl hier diese Felsformation könnte vielleicht noch gehen, jetzt hier nicht die ganz besondere Ecke haben, irgendwie so wie mit der Canyon-Basis oder jetzt da am Wasserfall. Aber wir gucken mal. Irgendwas Schönes stellen wir uns schon offen, wenn wir uns versuchen, irgendwie einfach nur ein sehr, sehr schönes, großes Landhaus oder eine Blockhütte irgendwie so wieder zu bauen mit viel Glaselementen und so weiter. Und allen Werkbänken halt. Freue ich mich drauf, ihr Lieben. Wie immer sage ich viel, viel Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, dass es nicht so schlimm war, dass wir jetzt zweimal eine Aufbaufolge direkt quasi nacheinander hatten oder eine Startfolge. Aber ja, da die blöde Mission halt verbuggt ist, kann ich jetzt nicht ändern, ihr Lieben. Viel, viel Dank, sage ich auf jeden Fall, fürs dabei gewesen sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo. Da würde ich mich nämlich am allermeisten freuen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.